So, liebe Leute, es stellt sich für uns nicht nur die Frage, aufmachen oder nicht. Es stellt sich für uns allgemein die ein oder andere Frage. Bevor wir aber die Fragen stellen, stellen wir erstmal die Flaschen für euch auf. Zweimal grün und einmal Transparency. So, was haben wir hier? Du weißt es? Ich weiß es. Let's go. Wir haben hier drei Wasser aus Slowenien. Und zwar sind es die mitunter stärksten in der Mineralisierung. Wir haben einmal hier Radenska, Roy und Rogaška Slatina Donat. Die kommen alle aus der gleichen Region, sind extrem hoch mineralisiert. Man darf auch nicht so viel davon trinken, also empfohlene Tagesmenge 0,3 Liter. Sonst geht es auf dem anderen Wege ganz, ganz schnell. Ist also nicht unbedingt, so wie man in Deutschland immer sagt, man darf nicht zu viel Heilwasser trinken, weil es sind im Endeffekt alles Heilwässer. Mhm. Nur durch die Gesetzgebung her lässt man das Heilwasser oftmals weg, einfach von der, vom Aufdruck her, weil es kostet richtig Geld. Ja. Ja, um ein Wasser als Heilwasser zu bezeichnen, aber nichtsdestotrotz sind es sogenannte Heilwässer. Mit hoher Mineralisierung, weit über 7000 ja. haben diese beiden, ja. das ist ein bisschen schwächer ja. und die kann man auch fast im normalen Getränkefachhandel kaufen, muss aber nachfragen, also so einfach so dort stehen tut es eigentlich weniger, ja. Weil es doch wirklich zu speziell ist und das Roy kriegt man hier bei meinem Freund Pat. Hütchenspiel! Achtung! Hütchenspiel! Das kennt ihr doch, oder? Achtung! Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist mit dem los? Hat der einen Schaden? Nein, 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 es liegt nicht an mir. Achtung! It's a very big mountain and another very big mountain. And another very big mountain. Und all diese drei Mountains, also große Berge, die sind total alt. Richtig alt. Die denken sich nichts, die machen nichts, die sind einfach nur in Slowenien und dann kommt der Regen und er läuft da rein und er läuft in den Grund und geht in diese Quellen und macht über Jahrtausende, Jahrhunderte wunderbare Wässer, wie es sie sonst auf dem ganzen Planet nicht noch einmal gibt. Fakt, Fakt, Fakt! Es mag sein, dass das Wasser allgemein aus dem Weltall kommt und alles Wasser aus einer Quelle kommt, das mag alles sein, aber der Planet selbst, die Geologie, veredelt die Wässer. Und in Slowenien, muchas gracias Slovenia, werden unglaublich brillante Wässer aus der Natur geboren. Aber dann kommt der Mensch. Was macht der Mensch? Hütchenspiel. Aber was bedeutet Hütchenspiel beim Thema Wasser? Ganz einfach. Alle liegen eng beieinander. Alle wollen einen Markt. Melden Sie sich bei mir, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber soweit ich weiß, seid ihr zwei miteinander im Clinch, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und wenn nicht ihr zwei im Clinch seid, dann ist es so, dass, glaube ich, ihr zwei irgendwie im Clinch seid. Und aus diesem Grund beenden wir an dieser Stelle den Clinch. Ihr seht, slowenische Wässer sind alles in allem extrem kompliziert. Aber eben halt auch extrem komplex. Und Komplexität ist der innere Kern der Liebe. Hm? Alles ist schwierig in der Liebe. Ultra komplex. Mods the fight und Hütchenspiel. Es geht um Diplomatie. Es geht um den einen Kuss. Und am Ende geht es manchmal auch um den einen Tag. Und an diesem einen Tag wollt ihr vielleicht Schokolade oder Schokolade. Oder Schokolade. Und dazu ein außergewöhnliches Wasser. Warum? Roy, it's very luxury. It's a luxury water, you know? Es ist wirklich luxuriös, das muss man ganz klar sagen. Die füllen nicht wirklich viel davon ab. Und sie geben auch nicht viel davon ab. Wir haben keine Ahnung, auf was wir uns da einlassen, aber Millen hat gesagt, hello Millen, you said we should pair Roy with truffle chocolate. And this is what we do now. Mit was wollen wir starten? Herr Schneckenberger,
Was denkst du? Ich mag Amaretto. Du magst Amaretto. Komm, lass uns mit Amaretto starten. So. Ja, und liebe Grüße an Martin Riese, ja, weil du hast nur mit Zac Efron Roy probiert, aber nie mit Trüffel. Der war gut. Es ist eines, nein, es ist glaube ich sogar das höchst mineralisierte Wasser der Welt. Das schmeckt man halt einfach, ganz klar. So, wie würdest du es machen als Wassersommelier? Ich würde jetzt erst einmal einen Schluck Wasser nehmen, um einmal das Gefühl für das Wasser auf der Zunge zu bekommen. Ja. Bevor ich anfange, was weiteres dazu zu setzen. Mal wieder was gelernt, ne? Herr Eckert. Nicht immer gleich nur, weil die Schokolade da ist, zugreifen. Nein, also ich würde wirklich erstmal einen Schluck von dem probieren, was ich eigentlich hauptsächlich trinken möchte. Cheers. 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 Mmh. Fein. Ja. Es ist wie wenn du einmal komplett die Apotheke aufisst und dann direkt rausstürmst. Du hast alles drin. Und dann frische Luft atmest. Genau, du hast alles drin. Du hast Kalzium drin, du hast Magnesium drin, du hast Natrium drin, in hohen Mengen. Ja, deswegen ist auch wirklich die Flaschengröße eigentlich wirklich ausreichend, ja, für zwei Personen an einem Tag. Oder für den Abend, für den Genussabend. Ja. Und es prickelt im Mund und es prickelt auch weiter runter im Abgang und es praktisch so der Starter irgendwo für diesen prickelten Valentinsabend vielleicht. Dann lass uns probieren. Alright. Einfach eins nehmen, ne? Das sind ja wahrscheinlich alles die gleichen. Sind alle ähnlich. Alle rund und alle. Und wie machst du das? Komplett rein oder abbeißen? Was für einer bist du? Ich bin einer komplett rein. Ja. Wow. Wollen wir erstmal aufessen? Mhm. Ich glaube, wir essen die auf und die zweite probieren wir mit Wasser. Mhm. Das haben wir beide Nuancen. Mhm. Ist eben auch wichtig, wenn man was pairt, dass man wirklich eins und eins erst vielleicht mal alleine probiert, um am Ende beides zusammen zu probieren. Mhm. Ich bin überrascht, wie schnell er sprechen kann. Also ich kann erst jetzt sprechen. Mach die Dinger nur halb so groß. Ja. Ich komme damit nicht klar, ist mir mittlerweile echt zu viel. Aber hey, ansonsten, wow, ich mag nämlich gar nicht so gerne Amaretto, aber das ist total gelungen. Also das ist sehr, sehr ausgewogen. Also ich mag Amaretto-Apfelsaft zum Beispiel ganz extrem. Amaretto-Apfelsaft! Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt! Ja! Leute, probiert's. Mehr Winterfeeling gibt's gar nicht. Es ist wirklich Hammer, es ist mega, ich mag dies und es kann sogar warm trinken. Abgefahren. So. So, jetzt, wie machen wir es jetzt? Ich würde es machen wie beim Bier, dass wir einfach sagen, Food Pairing mit Bier und Speisen. Man nimmt erst die Speise in den Mund, weil es dauert ein bisschen länger. Mhm. Zerkaut, lässt auf jeden Fall ein bisschen, wenn nicht sogar alles, im Mund drin, leicht zerkaut und nimmt dann einfach einen Schluck Wasser hinterher und lässt das Ganze miteinander spielen im Mund und dann schaut man einfach, was passiert. Dann machen wir das jetzt so. Nur eine halbe Praline erstmal abbeißen. Ja, ich auch. Und habe die Chance, die andere Hälfte auch nochmal zu machen und es geht dann ganz so auf, auf die Kugel. Aber auch so, ich finde, war es jetzt ein bisschen zu viel im Mund. Mmh. Fein, 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 fein. Wie den? Let's have a look. Hm? Wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Cremiger. Die Wuchtigkeit von dem Roy wird sofort entzogen, während sozusagen die Schokolade bekommt eine Eleganz und der Sprudel funktioniert wunderbar mit der Schokolade. Ne? Auch mit der Füllung, ja. Also es ist schön, also es geht ineinander, es macht es cremiger. Die Süße wird aufgefangen vom Wasser. Mhm. Und die Wuchtigkeit eigentlich vom Wasser, von der hohen Mineralisierung, wird von der Süße, das wird einfach schön miteinander vermengt, wie eine kleine Kugel zusammen. Ja. Ja, das ist einfach. Ja, es ist Gaumensex. Oh, Gaumensex! Es zu trinken ist eine Challenge. Also das Wasser und die Flasche an sich ist ein Luxusgeschenk und Luxusgetränk, aber das Wasser selbst
finde ich, ist eine Challenge. Ja? Da musst du stark sein, musst du hart sein, das musst du erstmal packen. Das ist Fakt. Aber hier mit dem zusammen ist das, und da sind wir wieder beim Thema Genuss, ist es eine absolut besondere Erfahrung, die du so mit nichts vergleichen kannst. Es gibt keine Möglichkeit, so eine Erfahrung mit einer anderen Art zu machen. Also wenn man praktisch so am Valentinstag den Abend beendet, ist es eine gelungene Entscheidung. Und das war jetzt mit Amaretto. Also ich finde es echt klasse. Ja. Das habe ich jetzt auch so nicht erwartet eigentlich mit so einem extremen Wasser. Ja. Ja, und wir kennen ja das Wasser. Wir wissen ja eigentlich, was auf uns zukommt. Wenn ihr das noch nie probiert habt, das Wasser, dann wisst ihr nicht, was auf euch zukommt. Deswegen wird es für euch wirklich diese Challenge werden, dieses Wasser zu trinken. Aber es ist schön, es ist mega, es ist genial, ja? Das ist Lebensfreude. Da ist alles drin, was Wasser bringen kann. Millen, you got it. Millen, you got it. Bam! Was sieht geil aus? Was passt für die Liebste oder den Liebsten für euch zu Hause? Hütchenspiel? Das wirkt. Ich bin auch weg. Dunkler Marc de Champagne. Ich glaube, ich schenke mir mal einen Schluck nach. Ich will auch noch den. Ja, das habe ich eigentlich auch genauso vorgehabt. Schleckenberger. Ich trinke doch nicht alle. Wir haben jetzt hier 1100 Milligramm pro 1 Liter Wasser. Die Standardeinheit. Ja? Haben wir 1100 Milligramm Magnesium hier drin. Wir haben 1700 Milliliter Natrium hier drin. Wer Fachingen kennt, Staatlich Fachingen, bekanntes Wasser, das hat um die 530 Milligramm drin. Wir sind ja bei 1700. Ja? Calcium 510. Also das sind echte Powerbomben, ja. Und das macht es einfach nur natürlich aus diesem Gebirge. Powerbomben! Weiter geht's. Wir könnten einmal den Mund einfach säubern von der vorherigen Schokolade. Mein Mund ist sauber, ich will Schokolade. Mund ist sauber, ja. Dann nimm mal Schokolade. Also ganz oder halb? Halb, ja. Das sieht toll aus. Ja, das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Schau mal. Ich will ganz schnell. Du das so halb hingekriegt. Keine Ahnung, hat einfach geklappt. Mega. Die komplette alkoholische Geschmacksnote ist weg. Absolut. Und einfach nur noch schön zu essen. Und die dunkle Schokolade darf ganz und gar dunkel bleiben. Dunkel bleiben, ja. Überhaupt keinen Einfluss auf die. Ja. Beim Amaretto hast du noch ein bisschen mehr Amaretto dabei gehabt. Ja. Ja, aber hier komplett diese alkoholische Aromatik weg. Und nur Schokolade. Fein. Total fein. Danke für die Erfahrung, Miguel. Danke dafür. Bitte tut euch selbst den Gefallen und macht nicht Schokolade, Wasser funktioniert nicht, Fein Liquids verarscht. Macht es nicht, sondern nehmt euch Zeit und versucht selber rauszufinden, wie das für euch am besten funktioniert. Ich versuche es gerade und mir gelingt es und bin total happy, weil es mich bereichert. Der Kopf muss frei sein, der Kopf muss dafür bereit sein, ich will jetzt was erleben. Unterschiede kommen, wenn man sich Zeit lässt, wenn man sich einlässt, wenn man ruhig ist, wenn man vorher mit dem Kopf dabei ist, ich mache ein Tasting, ich probiere was Besonderes, ich möchte was erleben. Und genau auf diese Art und Weise könnt ihr sowas und sowas kombinieren und macht daraus etwas Unvergessliches, Unvergleichliches, das euch Jahre später noch da oben erinnern lässt, dass das ein toller Abend war. Und das ist es, worum es an Valentinstag geht. Genau das und sonst um gar nichts. Ja? Und in unserer Welt, in der wir so viele Dinge nicht mehr haben, weil wir sie alle entwertet haben und das geht alles auf unsere Kappe, das haben wir mit zu verantworten, dass wir so vieles entwertet haben, ja? Müssen wir halt natürlich auch aufpassen, wo wir
den Dingen, die uns wichtig sind, auch wieder Wert geben wollen. Und dabei geht es nicht darum, der Flasche Roy Wert zu geben, sondern der Erfahrung. Ja? Und dementsprechend haben wir einfach uns gedacht, okay, 14 Tage vor oder 10 Tage vor Valentinstag ist es uns einfach ein Anliegen, euch mal Möglichkeiten aufzuzeigen, die eventuell diesen Tag verändern, bereichern, weil für die einen ist Valentinstag irgendwie völlig unbedeutend, weil kommt ja aus Amerika oder keine Ahnung. Für die Nächsten ist es so, dass sie sich gestresst fühlen. Oh Gott, Valentinstag, da muss ich ja was machen. Ich habe Geburtstag am Valentinstag. Echt jetzt? Ja. Alter Schlappe. Jedes Jahr. In diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen Valentinstag, ganz egal, wie ihr ihn feiert. Ja, ganz egal, wo ihr ihn feiert. Ja, weil es nämlich ganz genau einfach eure Sache. Showtime.